die Hose geht, dann sind wir doch nicht bös. Sie schön sind die so zahlreich da. Kurz hören, es freut mich sehr. Und wenn ihr Teil vom Programm sind, dann sehen sie doch als eine Ehre. Bitte, Frau Amerikanerin. Wie sieht es denn da wieder aus? Wie eine Bombe eingeschlagen hat. Was machen Sie da? Ja, bist ein bisschen up to date, Gilbert. Sagen Sie jetzt aber bitte nicht, Sie haben das Selfie von sich selber gemacht während dem Umziehen. Wollt ihr schauen? Nein, danke. Schick es am Gary, der Schlingel hat schon Freude dran. Aber du, Gilbert? Ja, Frau Anne-Kette. Der Expressladen beim Zentrumkreisel verkauft der Drogen. Drogen? Mhm. Nein, Frau Anne-Kette, da kommen Sie einfach alles über, was Sie noch so notfallmässig brauchen. Mhm. Also, warte mal. Der Coop nebendran hat bis um 8 Uhr offen. Mhm. Der Kiosk Bahnhof vorne bis um 9:30 Uhr. Und der Aweg gerade nebendran bis um 10 Uhr. Der Migros, gut, der ist schon etwas weiter weg. Also auch bis um 8 Uhr auf. Und sogar der Volk hat ja jetzt bis um 9 Uhr auf. Da macht schon sehr viel Sinn, dass noch so einen Laden im Zentrum aufmacht. Ja, wissen Sie, Frau Anne-Kette? Ich meine, Wadi muss jetzt schon schauen. Der Kutti hat ja den Anzündeten gesagt, ohne Geschäfte im Dorf wäre Wadi eine Schlafstadt. Nein, ich glaube, die rüsten auf für den Menschenandrang. Für welchen Menschenandrang, Frau Anne-Kette? Ja, in Wädischwil haben sie doch jetzt die Atomtablettchen verteilt. Ja. Ja, darum wollt ihr ja jetzt heute fusionieren, damit ihr auch so Tabletten bekommt. Die und Samstag, die ziehen alle auch noch zu uns. Nein, Frau Anne-Kette. Dort, wo sie keine Tabletten braucht, dort ist es sicherer. Mhm, klar. Die Atomwellen machen genau halt bei den Wädischwiler Grenzen. Mhm. Wer von uns ist denn von Richterswil unter Ruf? Tja, Pech gehabt, hä? Und sie geht für ihr Leben gern nach Fasa, nach Fasa, nach Fasa. Und sie geht für ihr Leben gern nach Fasa. Ja, das Anne-Kette ist eine coole Frau. Du, Gilbert? Ja, Frau Anne-Kette. Du solltest noch auf Post für mich. Auf Post? Ja, ich habe da online so ein paar Sachen bestellt. Die sollte ich jetzt wieder zurückschicken. Ja, wo sind denn die Sachen? Ja, gerade da hinten. Hol es doch mal. Da hinten? Ja, gerne. Also, ich gehe mal schauen. Ja, mach das. Brauchst du jetzt eben nicht mehr? Nein. Aber Frau Anne-Kette, Sie wissen schon, dass der Golfplatz nicht angekommen ist. Ja. Nein. Aber Frau Anne-Kette, warum haben Sie so viel bestellt? Ja, also eben Abstimmungssonntag halt mal losbestellt. Aber Wedi hat so lange gehabt, um die Stimmen auszählen. Das sind sie immer mehr geworden. Du, aber Gilbert? Ja, Frau Anne-Kette. Hast du gewusst, dass Schneib auch jetzt 40 Jahre alt ist? 40 Jahre? Ja. 40? Mhm. 40 ist verdammt viel.
40 Jahren. Da bin ich noch nicht auf der Welt und sie? Nicht zu gern, Gilbert, hä? Nein, aber weißt du was, hat sich nie geändert während diesen 40 Jahren. Lassen Sie mich raten. Ja, die lange Ansprache vom Präsident jedes Jahr. Nein. Nein. Dass es immer so lang geht? Nein, auch nicht, ne? Nicht? Dann weiss ich es nicht. Dass man muss anstehen für die Billett. Aber für die andere Kette, das ist doch klar. Ja, das schon. Aber man sollte es halt nur am richtigen Datum machen, sonst wird es nicht mit diesen Billett, gell? Sie hat da Desco. Applaus. Und sie kauft für ihre Sachen gerne Applaus. Ja, das andere Kette ist eine coole Frau. Du, Gilbert? Ja, Frau Anne-Kathi. Könntest du mir nicht einen Tee machen? Einen Tee? Ja, gerne. Selbstverständlich. Sie, Frau Anne-Kathi, sind Sie jetzt eigentlich an der WM zu Brasilien gewesen? Ja, selbst schon. Brasilien, Deutschland bin ich schauen. Aber die schlechtesten Plätze habe ich gehabt. So bist du oben im Ecke. Ja, haben Sie denn überhaupt etwas gesehen? Na, eben nicht. Ja, und dann? Ja, dann habe ich den Deutschen nebendran gefragt, was passiert ist, jedes Mal, wenn sie gejohlt haben. Ja, dann ist ja nicht so schlimm, oder? Ja, was nicht so schlimm? Verarscht hat er mich. Wirklich? Das kann sie ja nicht sein, oder? Ja, was denn? Ja, er hat gemeint, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Von dem bin ich gegangen, das haben wir gerade ausgehängt, glücklich. Ja, aber dass die Deutschen dann Weltmeister geworden sind, haben sie mitbekommen? Ja, das schon. Aber ich habe es schon nicht so fair gefunden, wie sie gesungen haben. So gehen die Gauchos gehen so. So gehen die Deutschen gehen so. Ja gut, Frau Anne-Kathi, aber so schlimm ist jetzt das auch nicht gewesen, oder? Ich stehe ja jetzt auch nicht an Grenzen und mache so geht der Euro, der geht so. So geht der Franken, der geht so. Ja, Frau Anne-Kathi. Danke. Bitte. Gell, jetzt spielen doch dann Tamburen. Ja, ich glaube, die kommen auch noch, ja. Spielt doch dort ein bisschen Rohner mit, oder? Ja, du meinst am Stoff Rohner sein Sohn? Ja, genau, genau. Wird wieder spät für ihn, hä? Hoffe, er ist noch nüchtern. Ja, warum meinen Sie? La, jetzt, letztes Jahr, nach dem Schneeball, war er so durch, dass ihm die heiße Portemonnaie am Boden gefallen ist. Gut, aber Frau Anne-Kathi, ich meine, das kann jedem von uns passieren. Ja, aber er ist dann beim Münzen zusammensammeln, mitten dem Boden eingeschlafen. Und sie geht für ihr Leben gerne Applaus. Und sie geht für ihr Leben gerne Applaus. Ja, das Anne-Kathi ist eine coole Frau. Du, Gilbert? Ja, Frau Anne-Kathi. Jetzt haben Sie ja das Wetten das abgesetzt. Ja, jetzt brauchen Sie eine neue Beschäftigung am Samstagabend. Habe ich ja jetzt gefunden. Ich bin in der Bastelgruppe. Sie meinen im Seniorenbasteln im zweiten Stock? Ja, ist schon gut. Aber letztes Mal war es noch lustig gewesen. Ja? Ja, wir konnten basteln, was wir wollten. Ja, und was haben Sie denn gebastelt? Ein Geschenk für die Wadinschränze. Ein Geschenk für die Wadinschränze? Mhm. Ja, und was denn? Ja. Ein Ausweis für den Spielleiter, dass er bei den Sicherheitsleuten beim nächsten Schneeballauftritt sicher durchkommt. Ja, du, schau, jetzt kommt dann das Zweite von der Kate und dem William auf die Welt. Hey, ist das schon wieder so weit? Mhm. Aber der Albert und Charlie haben das schon auch clever gemacht. So lange auf sich warten lassen und dann gerade Zwilling. Ja, schon gut, hä?
Und die Monegassen haben erst noch frei gehabt. Mhm. Aber die kommen natürlich nicht an. Gegen unseren Sportkönig, den Roger. So ein 7 Sieg, gerade 2x2. Ja, das hat er schon gut gemacht. Das muss man ihm schon lassen. Aber ich glaube, Pizzeria Okay hat das Konzept mit dem alles zweimal ein bisschen falsch verstanden. Das ist schon nicht so gut, wenn es zweimal in der gleichen Pizzeria brennt. Aber ich finde es schon gut, dass sie jetzt so bauen, dass die Bevölkerung gar nicht merkt, ob es brennt hat oder nicht. Wie meinen Sie jetzt das, Frau Anne-Kathi? Ja, die Bebauung im Gießen ist so neu. Aber mit dem schwarzen Backstein sieht sie schon voll abgefackelt aus. Schon zu tun gehabt, das Jahr. Sehen Sie nur, he? Wären Sie letztes Jahr, wie Sie gesagt hätten, in die Feuerwehr gegangen, hätten Sie viel zu tun gehabt. Ja, ich kann ja wollen gehen, aber sie hat mich nicht genommen. Ja, gut. Was ist jetzt das wieder für eine Anspielung auf mein Alter? Nein, Frau Anne-Kathi, aber es ist allgemein bekannt, dass die Feuerwehr Wedischwilen keine Frauen aufnimmt. Ach, sei ich. Das wäre ja schon gerade ein bisschen machohaft. Ja, aber das ist ja so. Ich habe es doch letztes Mal gesehen beim Weihnachtsessen. Wenn sie gross, schlank und blond ist, lassen die Männer schon mit sich reden. Und sie geht für ihr Leben gern ab. Ja, Frau Anne-Kathi. Weißt du, wer hat das Jahr ein schönes Gewändli? Nein, wer denn? Trubadix. Trubadix? Mhm. Schon? Vor allem der Paukenfauro. Ja, aber ich habe gemeint, die hegen alles Gleichlingen an. Ja, schon. Die einen einfach ein bisschen grösser, die anderen ein bisschen kleiner. Ja gut, dann hat er ein bisschen grösseres, weil er ist ja kein Kleiner. Mhm. Letztes Wochenende, als sie auf Gatzis fahren wollten, haben sie kurz vor der Garabfahrt. Ist er gekommen? Er hat gemeint, sein Gewändli sei schon kein klein. Ja, und dann? Ja, zum Glück hat ihn unsere Präsidentin dann aufgeklärt. Was hat sie gemeint? Sie hat gemeint, du musst halt nicht am Götti-Bub sein Gewändli nehmen, dann würdest du, glaube ich, auch gehen. Und sie geht für ihr Leben nach dieses Jahr haben wir die NFG gar nicht hochnehmen. Nein, ist nichts passiert, was wir hätten verwenden können. Ja, im Gegenteil. Wir könnten es sogar loben. Loben? Mhm. Ja, die Neuerungen dieses Jahr sind super. Was für Neuerungen, Frau Anne-Kathi? Ja, du weißt, ich bin ja nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs und nicht mehr so schnell. Ja. Dann schaffe ich es mich nicht, alle Fasnachtsbeizen an einem Wochenende abzuklappern. Sind wir froh? Aber das ja, schaffe ich es. Wegen warum? Ja, jetzt, wo die Grottenbari meint, Matt oben laut Fasnachtsprogramm erst am 20. März aufmacht, habe ich locker Zeit. Schneebar jetzt schon gibt. Viele Leute sind da dabei tätig gsi, haben's gemacht zum ne Riesenhit. Egal wer grad da oben steht, es wird geklatscht und lacht viel. Drum heben wir's Glas und stossen da auf Schneebar Wedischwil. Drum heben wir's Glas und stoße da auf Schneebad Wedischwil.